Boah, heute machen wir so richtig geile Mac and Cheese. Ja, ich will ein Käse-Inferno. Halt, stopp, jetzt rede ich. Die neu verabschiedete Burgerverordnung beinhaltet jetzt auch Nudelgerichte. Diese dürfen in meiner Anwesenheit nicht mehr ohne den dazugehörigen Burger serviert werden. Auch geil. Jo, kein Problem. Herzlich willkommen bei YumTamTam. Heute vereinen wir zwei der leckersten Gerichte der Welt, und zwar Mac and Cheese und Burger. Let's do this. Wie episch, ne? Es ist ja auch episch. Voll. Wir müssen erstmal ein bisschen epischen Platz machen. Jo. Und dann würde ich sagen, ein Topf. Du holst einen Topf und ich hole ein Brett, wie immer. Ja. Ich hole schon mal Wasser für die Macaroni. Dann gehe ich nochmal los und hole mir ein Messer. Jo. Denn wir schmelzen jetzt erstmal ein bisschen Butter und darin braten wir den Knoblauch an. Guck mal. Der schämt sich, weil er jetzt nackt ist. Weil er so einen ganz roten Kopf. Ja. Ich verstehe irgendwie nicht, warum Mac and Cheese in Deutschland gar nicht so ein bekanntes Gericht ist. In Amerika gibt es ja überall. Ist doch so lecker. Weil wir Käsespätzle haben, glaube ich. Ah ja, gut. Oder sind Käsespätzle nicht das deutsche Mac and Cheese? Ja, da hat Melissa recht. Wieso? Gut, ich mach mal an. Dann nehmen wir mal die Tomaten. Die schneiden wir burgergerecht in Sechsecke. War ein Scherz, natürlich in Scheiben. Aber in dünne, weil ich hasse so dicke Tomatenscheiben auf dem Burger. Kennt ihr das? Wenn der Burger dann an der Tomatenscheibe auseinanderrutscht, ja, und man hat diese kalte Tomatenscheibe, man weiß gar nicht, was man damit soll. Deswegen ganz feine Scheiben. Dann gebe ich mal den Knoblauch in die Butter. Wir machen jetzt nämlich als erstes die Soße. Und die basiert auf einer klassischen Mehlschwitze. Deswegen kommt jetzt Mehl in die Schwitze. Und dabei immer gut rühren. Also ist ein gutes Gericht, was man zu zweit kochen kann. Dazu einen Schuss Milch. Noch was mehr. Dann mal Stopp. Stopp. Gut. Wir machen die Soße heute ein bisschen dicker, weil diese Mac and Cheese sollen ja irgendwie auf dem Burger halten. Okay, es wird eine Riesensauerei so oder so. Aber ja, wir versuchen uns mal so dick wie möglich zu machen. Deswegen kommt jetzt noch ein Becher Sahne dazu. Und was passt immer gut zu dieser Art von Gerichten? Muskat. Und was braucht man dafür? Eine Reibe. Hey, ich bin heute voll der Hohler. Aber jeder Gang macht schlank und dann kann ich noch mehr Burger essen. Und natürlich Salz. Und Pfeffer. Und natürlich Zitrone. Zitrone. Das ist nicht besonders klassisch, aber es schmeckt gut. Willst du schon mal den Käse reiben und ich rühre weiter, weil du die Käsereibemeisterin bist? Okay. Für unsere Mac and Cheese haben wir zwei verschiedene Käsesorten. Und zwar einmal Cheddar, der macht so richtig schöne Fäden. Und einmal Parmesan, der hat so einen richtig schönen intensiven Geschmack. Wenn wir jetzt schon Zitrone drin haben, dann darf auf einem Burger natürlich was nicht fehlen? Exakt, der Bacon. Da stelle ich schon mal eine Pfanne auf. Stell dir das mal vor. Hack, Bacon, Käse, Nudeln, Burger, what? Und Zitrone. Okay, Achtung! Bäh. Oh nein! Nichts passiert. Jetzt habe ich den ganzen Käse aus Versehen gerieben. Dann brauche ich ein zweites Brett. Ich habe hier zufällig noch ein Brett. Okay, dann nehme ich das. Parmigiano Reggiano. Italien. Beim Bacon braucht man kein Fett zum Anbraten, der ist schon fett genug. Ah, das Nudelwasser kocht. Yay! Ins Nudelwasser kommt ein bisschen Salz und Nudeln. Jetzt gibt es nur einen kleinen Lieblingsmoment. Naja, immerhin. Immerhin. Man muss sich auch an den kleinen Dingen erfreuen. Und nun mache ich mir ein bisschen Platz und schneide noch die Honigzwiebeln. Und weißt du was? Am besten braten wir die Zwiebeln gleich in der Baconpfanne an. Ja. Wenn du Honigzwiebeln sagst, denkt man, das ist so eine Special-Sorte, so wie ein Eichelschwein oder so. Nein, wir machen gleich noch Honig drauf. Ah, das ist wirklich ein Zwei-Personen-Rezept, ne? Bitte? Oha!
wollte eigentlich sagen, dass das ein Zwei-Personen-Rezept ist, weil man so viele Sachen gleichzeitig machen muss, bis dieser Besen explodiert ist. Ich überlege kurz. Soße, check. Brötchen. Ah. Oh. Und zwar haben wir hier so wunderschöne Burger-Buns. Die schneiden wir jetzt mal auf. So, eins. Und zwei. So, jetzt packe ich die Zwiebeln da rein, wenn du... Ja, warte. Tropfe das gute Bacon-Fett ab. Ja, das brauchen wir noch. Ja, eben. Drei Baconstücke für zwei Leute. Scheiße. Ah. Boah, das sind aber eine Menge Zwiebeln. Ja, das sind viele Zwiebeln. Die kann man dann in den Kühlschrank stellen für morgen. Oder aufs Käsebrot essen. Ja. Oder... Oh. Ja, da waren schon weniger Zwiebeln. Gut. Deswegen sind das so viele. Vielleicht noch ein kleines Stückchen Butter. Das sieht noch so ein bisschen trocken aus. Wenn ihr riechen könnt, wie das hier duftet. Zwiebeln, Speck, Käse. Ah. Ein bisschen Salz dran. Melissa steht schon bereit. Ja, ich stehe schon bereit. Ich bin schon so hyped. So, was geht bei Mr. Bechamelsoße? Es ist wichtig, dass die gut aufgekocht ist. Am besten so 10 Minuten lang, damit dieser Mehlgeschmack weggeht. Ah, Melissa. Patties. Hack vergessen. Ja. Oh Gott, stellt euch das mal vor. Wir haben hier schönes Rinderhack. Das wird noch gewürzt. Stell dir das mal vor, wir hätten das Hack vergessen. Dann hätten wir ja gar nichts zu essen gehabt. Ich habe noch nie in meinem Leben das Hack vergessen. Du bist ja schon so schnell. Ich hol dir mal eine Pfanne. Danke. Mann, hatten wir jemals irgendwas, wo alle vier gleichzeitig belegt waren? Ich weiß nicht. Hatten wir noch nie, oder? Also ihr seid manchmal besser informiert als wir über unsere eigenen Videos. Falls ihr euch daran erinnern könnt, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Und ich dachte eben, boah, so ein Ramen-Burger, weil es ja Nudeln und Burger heute ist, hättet ihr da mal Bock drauf, anstatt die Buns haben wir dann Nudeln? Das wäre geil. Ich packe ein ganz bisschen Öl in die Pfanne. So, der große Moment kommt. So, dann gieße ich jetzt die Nudeln ab. Hä? Wir haben gar kein Sieb, ey. Wie soll ich's machen? Durch die Hand. Hier ist das Sieb. War nur ein Scherz. Et voilà. Ah, ich liebe Macaroni. Ja? Ja. Dann haben wir das ja alles richtig gemacht, Leute. So, das Hack darf in die Pfanne. Ich würde sagen, bevor wir anfangen zu belegen, räumen wir vielleicht ganz kurz auf. Ja. Ja. Dann können wir das Hack wenden. Das ist Musik in meinen Ohren. Ja? Ja. Fupp. Bam. Fupp. Yeah. Und ich würde sagen, jetzt machen wir die Mac and Cheese Hochzeit. Nudeln hier rein. Soll ich einfach mal so eine Kelle nehmen? Gucken, wie viel wir brauchen. Dass mein Herz schön voll tropft. Die müssen halt gut bedeckt sein einfach. Und jetzt vielleicht den Käse, weil das soll ja so eine richtige schlotzige Angelegenheit werden. Yes. Okay. Okay, bisschen Parmesan. Woohoo! Boah, wie es Fäden zieht, richtig gut. Guck mal, okay, belegen? Yes! So, eine Rucola-Basis. Weil wenn es bunt aussieht, schmeckt es auch bunt, ne? Echt? Jetzt ein paar Tomaten. Ja. Boah, wenn ich so viel gleichzeitig zu tun habe, dann ist es ein bisschen wie in so einem Game. Ja? Voll. Das weiß ich nicht, weil ich zock ja nicht. Wie bei Overcooked oder so. Okay. Ja, dann Fleisch auf Fleisch, würde ich mal sagen. Komm, ich teile den einen schwesterlich. Okay. Warte, vielleicht nimmst du die kleinen Löffel. Ja, wollte ich gerade sagen. Die Kelle so. Boah, wie es aussieht. Ich dachte noch ein bisschen Käse. Noch ein bisschen. Drauf, drauf, drauf. Und jetzt? Honigzwiebeln. Ich weiß nicht, ob das vielleicht der beste Burger ist, den wir bisher bei Yum-Tum-Tum gemacht haben. Ja, könnte sein. Deckel rauf. Pop. Und jetzt kurz wegräumen und dann probieren. Ja. Melissa, let's do this. Yeah. Ich weiß gar nicht, das wird fürchterlich, aber fürchterlich gut wahrscheinlich. Fürchterlich gut, ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht. Guck weg, okay? Guck weg. Ich weiß gar nicht, wie machst du es? Boah, das ist vielleicht das Beste und auf jeden Fall versauteste, was ich seit ganz langem gegessen habe.
Ja, es passt auch alles so gut zusammen. Der Käse mit dem Bacon und die Honigzwiebeln. Ah. Wenn ihr auch Bock habt auf das Geschmackserlebnis, dann macht es auf jeden Fall nach und schickt uns ein Foto unter dem Hashtag JanTamTam. Und beim nächsten Mal könnt ihr euch auch freuen, denn da gibt's Quarkbällchen zu Karneval. Bis dahin, Mac and Tschüss!